We gon' put her all in. Yeah, can't take a loss. I don't trust you when you talk. You talk a lot. Acting like a zombie. Copy how they talk. What's the drip? I don't think they dripping. $1,000 jeans. Tell me why they got the ribs. Then all these rappers think they saucy. Ich habe ja schon mal so ein Video gemacht, in dem ich Camo Settings kopiert habe und es haben wirklich so viele drunter geschrieben, dass ich mal Face Way Settings kopieren soll. So Jarvis, vielleicht kennen manche von euch, der hat das auch schon mal gemacht. Ich verlinke euch mal sein Video in der Beschreibung. Also als ich letztes Mal die Settings von Camo kopiert habe, das war jetzt kein so krasser Unterschied. Und ich habe mir mal ungefähr die Settings von Sway angeschaut und die sind ja komplett anders. Also eigentlich das Gegenteil von denen, die ich habe. Ihr seht auch schon im Hintergrund, der Dark Bomber, der darf natürlich auch nicht fehlen. Aber noch ganz kurz, bevor das Video beginnt, wir haben fast die 400.000 Abonnenten geschafft. Also falls ihr noch nicht abonniert habt, das würde mich auf jeden Fall mega freuen, wenn ihr es machen würdet. Und ja, dann würde ich sagen, ich suche mir jetzt erstmal noch die genauen Settings von Sway raus. Und zwar, das hat er beides auf 0,840. Okay, das auch. So, dann zielen so niedrig. Hier 0,80, 0,200. Okay, dann hier mit das Wichtigste zum Bauen 1,430. Alter, wie wird das sein? 1,430 und editieren 1,490, 491. So, ich schaue nochmal, ob alles passt. 840. Bearbeitungszielerfassungshilfe aus. Okay, dann los geht's. Okay, ich bin auf jeden Fall noch kurz im Kreativmodus. Ich will mal schauen, wie sich das jetzt so alles anfühlt und wie ich halt damit klarkomme. Oh, und noch ganz wichtig, die Todzone habe ich komplett vergessen. Also das ist jetzt meine jetzige Todzone, kann man das sehen. Also das hat er auf 20 und ist auf 0,05. Warte, was? Hey, wie komisch muss das sein? Alter, das fühlt sich ja so komisch an. Warte, erstmal 90s. Hä? Hey, es fühlt sich alles komplett anders an. Hey, wie komisch ist das? Also ich muss mich auf jeden Fall erstmal dran gewöhnen. Okay, aber alles geht eigentlich ganz gut. Also es ist auf jeden Fall eine krasse Umstellung. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, wie das auch gleich mit Aim und allem sein wird. Nice. Ah, und ich spiele jetzt gerade den Wild-West-Modus. Den gibt es heute wieder. Und den finde ich eigentlich ganz nice. Junge. Also die hatten Bock. Ich brauche unbedingt Pump-Money. Ah, sehr gut. Also das Aim hat sich eigentlich gerade ganz normal angefühlt. Aber das waren jetzt auch nicht so schwierige Shots. Yo. Ich will jetzt hier mein Medikit nehmen. Endlich. Das Einzige, mit dem ich gar nicht klarkomme, ist einfach die Todzone. Das fühlt sich so komisch an. Alter. Das Ding ist halt einfach an dem Modus, man kann nur Schild durch Pilze bekommen. Das ist halt mega scheiße. Kann man vielleicht hier in Dusty schauen? Vielleicht sind hier noch irgendwo Pilze. Oh yeah.
Nein, der hat sich geheilt. Okay. Alter. Junge, was war das denn? Triple Headshot? Oder was? Also Aim und alles klappt halt eigentlich echt gut, nur mit der Todzone komme ich einfach nicht klar. Chuck Chuck. Nebenbei noch in Real Life trinken. Wow. Digga, was? Der hat eine Pump. Ey, mein Aim gerade. Also manchmal treffe ich jeden Schuss. Manchmal gar nichts. Ich weiß auch nicht. Ah. Da vorne ist einer, ja. Wo will er hin? Keine Ahnung, was mit dem los war. Der hat irgendwie nur gebaut. Aber naja, nur bauen bringt halt nichts. Nein! Ey, der Arme. Warte, in der großen Zone leben nur noch 8 Leute. Warte, was? Ah, da vorne. Ja, nice. Digga. Meine Wand. So, eine Scar und Blowpump. Perfekt. Junge. So, komm, wir können gerne einen Baubettel machen. So,
Das war's auch schon mit dem Baubettel. Einen Biggie hatte er? Ja. Warte. Ja, ist jetzt gut oder nicht gut? Okay, der ist nicht gut. Ja! nein. Fuck. Hier. Komm, kill mich. Komm, hol dir den Win. Big Orf. War das sein erster Kill? Nein, sein zweiter. Also, das war's auch schon mit dem Video. Und zu den Settings. Genau, ich finde die eigentlich ganz nice. Also, die Normal-Sensi ein bisschen höher. Und die Editier-Sensi und Pause-Sensi. Bisschen runter. Und ja, mit der Todzone komme ich halt gar nicht klar. Aber naja, vergiss nicht, Creator Code, ArenaFN. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.